Yo, what is up, guys? Janice here. This is the biggest announcement of my career, so make sure to be ready. After working on this project for such a long time, using my own experiences, getting advices from other pros, it's finally ready. So I'm gonna be announcing my own business called NFE, where I'm gonna be publishing the best gaming gear on the market. I've been playing professionally for a really long time on a really high level. I know like what gaming gear is good and what's not. I've worked on this for a really long while. I have a lot of experience, what mouse pads are, what good arm sleeves are. I also got advice from other pros, and I think this is definitely the best one. So firstly, I'm gonna bring out my own arm sleeves and my own mouse pads. The mouse pads are in different sizes. There are speed and control mouse pads where you can decide what you want to take. I'm looking forward for your feedback. Make sure to check out the website nfeshop.com, and thank you everyone. Let's go! So what is up, guys? Janice here. This hold is the biggest. Hold up. Let's fucking go! Oh, Chat, wirklich, Darwin ist ein fucking Chat, Digga. Ich habe wirklich so lange dran gearbeitet. Es ist ein fucking riesen Announcement, Bro. Es war sehr großes für mich. Ich habe wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich habe sehr viel Erfahrung dahinter. Ich bin schon, wie gesagt, professionell. Bin ich schon in einer sehr langen Zeit. Und es war sehr großes, wirklich. Ich habe so viel Zeit reingesteckt, alles. Das war fucking crazy. Schaut beim Shop vorbei. Limited Drop. Code Janset für 5% off. Und folgt auch den Account. NFE_com, der Twitter-Account. Hat bis jetzt noch nur Follower. Dort wird es jetzt gleich auch gleich große Gewürze geben, wo ihr mit dabei sein könnt. Folgt den Account auf jeden Fall. Und guckt bei der Website vorbei. NFEshop.com. Hier ist die Website. Mousepads und Arms. Fang erst mit Mousepads und Armsies an. So we're gonna start with mousepads and armsleeves. Follow the Twitter account, by the way. We're gonna do big giveaways really soon, and we're gonna start with mousepads and armsleeves. It will expand in the future. Also das Unternehmen wird in der Zukunft auch erhöht. Das werden nicht nur mousepads und armsleeves sein. In der Zukunft werden noch viele andere Sachen kommen. Es kommt auch drauf an, wie es läuft. Deswegen würde ich mich auf euren Support sehr freuen. 5% off für Code und Set. Die Preise sind auch sehr gut. Alter, ich bin wirklich so nervös. Das ist krass. Genau, ihr könnt vorbeigucken. Hier steht alles. Die Bilder, alles drum und dran. Diese Designs, Digga, ich finde Designs fucking crazy. Retalk, das Design, untere Design ist hier mein Favorite. Ja, so sieht es quasi aus. Ich finde, Digga, dieses Design, dieses Mousepad-Design ist komplett clean, Bro. Dieses Mousepad-Design spiele ich auch gerade hier. Ich habe auch das Armsleeve an. Hier ist übrigens mein Setup. So sieht es auf mein Setup aus. Ja, ich zeige dir, Chat. Schau beim Shop vorbei. Guckt auch beim Twitter-Account vorbei. Sehr big. Dort werde ich gleich big Giveaways auch hosten. Was weiß ich, folge nicht mal dir. Folgt den Twitter-Account rein. Big Giveaways kommen gleich. Schaut beim Shop vorbei. Wirklich sehr viel Arbeit habe ich reingestellt. Mousepad 30 Euro nur. Versand kostenfrei in Deutschland. Es sind wirklich sehr gute Preise. Chat, sehr hohe Qualität. Ich habe sehr viel getestet. Ich kenne mich sehr gut aus mit Mousepad-Qualität und so weiter. Ich habe gefühlt alles schon getestet, was es gefühlt gibt, und ich bin zu 100% sicher, dass das Beste ist. Armsleeves gibt es natürlich auch sehr guter Preis, 10 Euro auch versandkostenfrei, kann sich jeder leisten. Hier verschiedene Designs, könnt ihr vorbeigucken, hier verschiedene Größen, Geometrik und Liquid Design. Genau, könnt ihr euch kaufen. Code Janis Chat für 5% auch auf. Wie gesagt, halt zu, ist Limited Drop Chat, also wir haben jetzt noch nicht so krass viel Armsleeves und Mousepads rausgebracht. It's limited drop, so make sure to buy something now if you want. We haven't put in like that much in stock, so because like the start, we don't know how good it's gonna go, so make sure to check it out. Also bei Speed or Control natürlich beides. Speed und Control Mousepads sind natürlich, da könnt ihr entscheiden, Speed Control Material. Control ist quasi eher für Low Sense, Speed ist eher. Nein, Speed ist ja für Lawson's Control, ist ja für High Sense. Also guckt da vorbei, es sind sehr gute Preise. Was sind Armsleeve-Größen? Armsleeve-Größen sind alle da. XS, SML, XL ist alles dabei. Könnt ihr hier nachgucken. Guckt einfach auf der Website vorbei, ist alles da. Ich habe Armsleeve-Größe M, habe ich gerade hier an. Das ist eigentlich perfekt für mich. Ich bin so 1,83 groß. Aber Speed ist für Lawson's, ja. Also ich nehme Speed gerade, ich benutze Speed. Ich habe schon eigentlich immer Speed Mousepads gespielt. Holt und aus und spielt, spielen wahrscheinlich am meisten, würde ich euch das empfehlen. Was bringen Armsleeves? Es gibt schon immer Armsleeves. Armsleeves sind besser fürs Aim, besser fürs Mousepad, besser für den Glide und so. Spielen auch sehr viele Pros Armsleeves. Wenn es irgendwie warm in eurem Zimmer vor allem ist oder kalt und so weiter, hilft da sehr viel dabei. Dann besser zu aimen, besser bauen, alles. Um deine Sleeve-Größe herauszufinden, wie Keks jetzt sagt, ist einfach, also es gibt erstmal eine Size-Chart, ne, unten, wo du sehen kannst nach Zentimeter. Aber ich sag mal so plus minus deine T-Shirt-Größe, ne, ist plus minus dein Armsleeve. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, ja, ist ja. Aber ich habe auch Größe M so meistens, und M passt mir eigentlich auch sehr gut.
Ja, bei mir genauso. Ja, Chat, wie gesagt, es wird nicht nur bei den Produkten bleiben, es ist eine komplette Gaming-Equipment-Brand, wo wir in der Zukunft auch mehrere Sachen rausbringen werden. Und ja, das Mousepad ist gut für 11% aus Video Control. Also bei Hisense würde ich immer Control empfehlen. Hast du einen Link dafür? NFEShop.com. Control würde ich immer so für Hisense vor allem empfehlen. Aber Controlled, auf jeden Fall eine Testung wert. Ist von der Qualität her, ne, sei es auch vom Preis, Einkaufspreis oder von der Produktion, qualitativer als das Speedpad, weil das Speedpad ist halt Standard. Das gibt's überall, das Controlpad ist seltener aufzufinden, vor allem in dieser Qualität, die wir haben. Ja, also ich finde dieses Design hier finde ich richtig clean. Also mein Fail-Design, das benutze ich auch gerade. Bin ja schon auf einem professionellen Level, schon seit vielen Jahren, und ich weiß schon, was gut, was schlecht ist. Ich habe schon viele Armsies in meinem ganzen Leben ausprobiert, viele Mousepads. Und deswegen wollte ich jetzt mal mein eigenes rausbringen. Es sind auch gute Preise und ich hoffe, es freut euch. Und ja, sehr natürlich stabil. Ja, Chat, die Armsie-Preise auch sehr gut. 10 Euro pro Armsie finde ich eigentlich sehr gut. Ja, wie gesagt, auch immer mit dem Mousepad abends zu spielen. Ich spiele schon, by the way, Chat, ich habe den Cash Cup auch gewonnen mit dem Mousepad. Da habe ich das Mousepad gespielt, den letzten Cash Cup, den ich gespielt habe mit Flixi. Bei erster Runde habe ich das Mousepad schon gespielt. Beim ersten Mal. Ein Turnier, ein Sieg. Es holt euch das Mousepad, damit ihr nichts mehr. Da kann ich halt noch nicht drüber reden. Ich wollte es noch geheim halten. Ich habe mal wirklich einen Unterschied. Bro, also so viele Pros spielen mit Armsleeves heutzutage. Auf jeden Fall spielen wir Unterschied. So Setti, Radial und so, die spielen ja auch alle mit Armsleeves. Zwischen den Armsleeves ein Unterschied, nein, es haben nur verschiedenes Design. In der Zukunft werden wir auch verschiedene Arten von Mousepads, so Artisan-Mousepads, Glas-Mousepads, dass man ein eigenes Design drauf klatschen kann auf die Mousepads. Das wird alles noch in der Zukunft kommen. Es kommt auch darauf an, wie das natürlich hier läuft jetzt. Wir werden natürlich immer mehr rausbringen. Das Armsleeve Farmer, also dahinter. Also der Main-Theme, das Main-Theme hier vom Armsleeve ist, dass du quasi ein besseres, dass der Arm so auf dem Mousepad, dass ihr eben so ein besseres Gefühl halt habt. Und ein viel cleaneres Slide und so. Und damit könnt ihr besser aimen. Ja, mehr Kontrolle, alles. Ja. 10 Euro Versand nach Österreich. Tatsächlich kostet der Versand sogar nach Österreich, ne, das kann Janus sogar onstream zeigen, mich normalerweise 16 Euro oder so, 17 Euro. So, das könnt ihr selber bei DHL nachgucken. Und wir haben sozusagen innerhalb Österreich, Schweiz sogar 50% geht aus unserer Tasche für den Versand. Also nur innerhalb Deutsch, Österreich, Schweiz. So, also alle EU-Länder, sorry. Alle EU-Länder und die Schweiz. Und England und Amerika zahlt so 25%, glaube ich, weniger. So ein Paket nach Amerika zu senden, kostet so irgendwie 20, 30 Euro. So nur mal ein Mousepad. Und dann kommen noch Zollgebühren wahrscheinlich bei den Käufern an. Können wir Testimonials selber hochladen. Da werden wir die Pros, zu denen wir das rausschicken. Und die Community auch, also alle. Okay, Community können wir auch machen, okay. Ja, wir machen eine komplette Galerie, so viel wie wollen. Ja. Also wenn ihr eure Mousepads erhaltet, würden wir uns auch natürlich über eine ganz neutrale, halt wie ihr das fandet, wie ihr allgemein das Produkt findet, ne? Oder falls ihr ein geiles Setup habt und dann hier auf dieser Seite erscheinen wollt, ne, dann schreibt uns gerne bei Support unter der E-Mail euer Namen, Profilbild und so weiter und so fort und euer Bild. Und dann packen wir euch auch auf diese Galerie, ja, auf diese Wall of Setups oder so. Ja, das Geometrik-Design habe ich tatsächlich ausgeruht. Also no joke, ich finde dieses Geometrik-Design finde ich komplett clean. Also ich habe das hier auch. Jetzt ist hier auch mein Setup, by the way. Also dieses Geometrik-Design finde ich komplett clean. Das ist der Unterschied zwischen Control und Speedpad. Also Speed hat so eine cleanere Fläche, so einen cleaneren Glide, also dass du so für Low Sense hast du halt so besser deine Maus und einfacher bewegen kannst. Und Control ist dann eher so für High Sense, dass du dann mehr so kontrollierter deine Maus bewegen kannst. Ich hoffe, euch gefällt es. Das war's erst bei dem Stream. Schaut vorbei, schaut auf Twitter, folgt den Twitter-Account und das ist erstmal mit dem Stream. Danke für den ersten Stream. Es war ein sehr großes Announcement für mich.